Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Jo, wir haben das Banditencamp ausgeräumt, gesäubert und mit Lilly gesprochen und mit der Mutter und nochmal mit Danny und gehen jetzt mal ins Barn, wo die Kinder mit Katja sein sollen und sich um die Kuh kümmern. Da sind sie. Die kleine Clem. Die kleine Ente. Die große Kuh. Die Katja. Und der andere Bruder, ich glaube Andrew war sein Name. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. Ach, die ist gar nicht krank, die ist schwanger. Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. I don't know. Die ist so süß. Die Clem. Andy, nicht Andrew. Der Klassiker. Verwechslung. So, was ist hier los? Talk to Mabel. Look at cow. She looks skinny. Ich hab bei Clems Mütze. My hat! You found it! Na klar, hab ich doch versprochen. I knew you'd find it. You said you would. Exactly. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Wir haben eine Weile nicht drüber nachgedacht. I haven't thought about having kids in a long time. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Die Clem stellt immer so tiefgründige, intensive Fragen. Kann ich nicht mit Katja sprechen? Look at cow, talk to Clem. Nein. Reden wir mit Duck. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like duty. Kids. Like duty. Seine Lache hat mich gerade ein bisschen an Beavis and Butthead erinnert. Ah, gut. Ja gut, sehr aufschlussreiche Gespräche. Dann reden wir nochmal mit Andy. Vielleicht hat hey der mehr there, Zeit. Yeah. Yeah. How's the cow? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Doc, Katja. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Oh. Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Jawohl, da freuen sich alle. Danny, ah ja. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Thanks. Yep. Hey. Komisches Gespräch. Also irgendwie. Na, wir schauen uns einfach mal ein bisschen im Barn um. Open Stall Door. Das, ja. Hier ist ja was los. Nichts ist hier los. Ja, nichts. Back. Next one. Ich sag der next one. Geh da hin, mach das Ding auf. Ein Salzleckstein. Können jetzt heimlich probieren. Clem hat's schon gemacht. Na dann nicht. Open. Ein bisschen dunkel. Man erkennt gar nicht so richtig was. Und ich glaube, hier ist nichts. Eine Tür. Use door. You found it too, huh? Hey, Kenny. Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katja. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure.
So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Wir analysieren das mal professionell. Aha, look at Screw. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? Huh? No. Why would you say that? Nur weil ich schwarz bin. Well, you're, you know, urban? Ja, ja. Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Hmm. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Whatever. Can I help you boys find something? Oh, da wird schon jemand misstrauisch. Kenny heard a noise. Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Ja. Andrew, I need your help again. No problem, right away, Doc. Genau, nur Mama wird nervös. Das hat gar nichts damit zu tun, dass irgendwas dahinter ist. Okay, sehr verdächtig. Distract Andy to get him out of the barn. Alles klar. Ach, da. Stall doch, die hätte ich fast verpasst. Die habe ich gesucht. Das sah mir aus, als wäre da einer, aber ich habe den Zeiger nicht gefunden. Ich finde ihn schon wieder nicht. There you are. Aha. Warum kann ich mich dann immer umgucken und wird dann zurückgesetzt? Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Emon. Ja, was mir gerade noch bei dem Gespräch mit Kenny und, mit Kenny aufgefallen ist, ist, dass ich es einfach auch toll finde, wie hier trotz dieser ganzen Zombie-apokalyptischen Stimmung und trotzdem, dass ja alles doch... It's a feeding trough. ...uncoole Situation ist mit... Wir haben alle Hunger, da sind böse Banditen, Zombies, dass da doch trotzdem manchmal ein paar witzige Gespräche bei rauskommen. Das ist halt so, ja. Und auch mit Clem immer mal so ein kleines bisschen Unbeschwertheit durchsickert durch die Welt. Das gefällt mir gut. Und dann wird man wieder hart zurückgerissen auf den Boden der Tatsachen. Vorausgesetzt, man kommt hier raus. Ich distract mal Danny. Hey there, Andy. Andy meine ich. You got a screwdriver? For what? Never mind. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. Das Doofe ist, dass ich jetzt noch gar kein Werkzeug für die Tür habe. Ah, ich habe die Axt. I still can't get that lock off the door. You probably just need a screwdriver or something. Yep. Okay. Wie komme ich? Achso, ich muss ja. Ich muss ja mit ASWD laufen. Ich wollte da gerade hinklicken. Gut, dann, ja, die Kinder, wenn wir nicht helfen können. Ah, ich kann jetzt mit Katja sprechen. Katja. How are the kids? They're doing okay. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Katja. Andy will be back any minute. Please hurry. Okay. I hurry, aber... Da, lass mich raus, ich brauche Werkzeug. Die Stall Doors waren ja leer. False alarm, I'm back. Na. Ja, kann ich jetzt bitte raus? Doch, vielleicht, so langsam, mal? Heute noch? Mann, das dauert ja alles. Machen wir wieder zu. Und... So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Larry baggert Beth an. So. Rip. Gut. Aha.
Look at generator. I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Use generator. Huh. Power switch. Power switch. Access panel. Access panel. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Okay. Back. Da kommt Andy. Jetzt aber unverdächtig aussehen, bitte. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Klicks. Oh Mann. Wie unverdächtig er da am Ding steht. Einfach groß. Gut, wir brauchen aber immer noch einen Screwdriver. Was war Pickup? Look at board. I'll bet they go through a lot of wood keeping those fences repaired. Look at saw. If a couple of tools out in the open is as unsafe as it gets, we'll be fine here. Oh, dort hatten wir ja schon mal den Ding. Nice to have one of these back at the motor inn. At the motor inn? Look at toolbox. It's a small toolbox. Ja, ach. Auf. Ey, guck mal, du. Multitool. Just gonna borrow this for a second. Nur eine Sekunde. So, und wir haben ja gesehen, wenn wir einfach nur ausmachen, das geht ziemlich schnell, dass er das wieder anhat. Entsprechend. Gehen wir jetzt mal runter. Und usen das Multitool aufs Panel. There you go. Open. Ah ja, ein Keilriemen. Wir machen, glaube ich, lieber zuerst aus. Und nehmen dann den Belt. That thing is all too tight for my bare hands. Ach, wenn wir jetzt doch nur ein Multitool hätten. There, that should do it. Ja, soweit schön, dass wir jetzt den Andy hoffentlich ein bisschen beschäftigt haben. Fucking thing through a belt. Damn it all. Oh, son of a fuck. God, this take forever. Aber ich glaube, der Wein hat unser Walker Beschützerstromzaun keinen Strom. Ich weiß nicht, ob das das Schlauste war, was ich hier heute machen konnte, aber ich hab's einfach mal gemacht. Mut zur Lücke. Dann gehen wir in die Barn. Und wir machen's, wie es sich für jede gute Serie gehört. Und installieren einen Cliffhanger. Wir werden jetzt nicht diese Tür öffnen, sondern das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Walking Dead von und mit dem Finn. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.